Das ist mein nächstes Stay-at-Home-Workout. Ich habe gedacht, am Sonntag machen wir etwas Entspanntes. Wir gehen in die Dehnung und versuchen so gut in die neue Woche zu starten. Rechtes Bein, Standbein, linken Knöchel in die Hand. Schieb die Knie eng zusammen und schieb die linke Hüfte zu mir nach vorne. Und versuche dann, den rechten Arm nach oben zu ziehen. Finde dein Gleichgewicht. Konzentriere dich auf einen Punkt und atme tief ein. Standbein leicht gebeugt. Linke Hüfte zieh zu mir nach vorne. Achtung, nicht absetzen. Du gehst mit dem linken Bein nach vorne, auf dem Oberschenkel ablegen, finde dein Gleichgewicht, setze dich hinten tief. Oberkörper leicht nach vorne fallen lassen, lange Halswirbelsäule, atme tief in die Brust. Wenn du kurz absetzen solltest, weil du das Gleichgewicht verloren hast, finde wieder deine Mitte und versuche wieder einzusteigen. Atme tief in die Brust, Brustbein heben und lösen. Und löse. Linkes Bein Standbein, rechten Knöchel in die Hand, schieb die Beine zusammen, rechte Hüfte zieht zu mir, finde dein Gleichgewicht, linker Arm schiebt nach oben, Schulter locker, atme. Standbein leicht gebeugt. Du darfst dir auch ein Lächeln schenken. Versuche nochmal, die rechte Hüfte nach vorne zu ziehen. Versuch ohne abzusetzen, jetzt das rechte Bein auf dem linken Oberschenkel abzulegen. Finde dein Gleichgewicht, gehe tief. Schieb dein Gesäß nach hinten raus, Oberkörper leicht nach vorne, Gleichgewicht finden und halten. Atme, Brustbein heben und senken. Sehr gut. Spüre die Dehnung, halte sie noch. Und löse. Linkes Bein nach vorne, rechte Ferse schiebt hinten tief in den Boden. Du schiebst dich mit den Armen nach vorne. Lass die Ferse stehen, atme in die Brust ein. Und aus, halte die Dehnung in der Wade. Und jetzt gehst du hinten auf die Fußspitze, Hände ziehen nach vorne, Rücken rund und die Hüfte zieht nach vorne. Die Hüfte ganz bewusst nach vorne schieben, Kinn Richtung Brust. Halte
Schultern locker. Und löse. Dreh dich zur anderen Seite, hintere Ferse tief, Richtung Boden, Oberkörper nach vorne verlagern, Arme hoch ins Brustbein. Ein und aus. Lass die Schultern locker. Und löse. Hintere Fußspitze aufstellen. Hüfte zieht nach vorne. Und auch hier. Rücken rund. Zieh dich nach vorne. Kinn zur Brust. Und halte. Und löse. Hüftbreite Grätsche. Du atmest bewusst jetzt. Daumen nach oben ein. Blickrichtung hoch. Und aus. Wichtig ist mir dabei, dein Becken nach vorne. Hier bleiben. Und einatmen. Und aus. Nochmal tief. Und aus. Jeder sein Tempo und Daumen nach hinten. Hüfte bleibt vorne nochmal. Ein letztes Mal. Und Füße schließen. Rechten Arm nach oben, an die linke Seite vom Kopf locker, ganz locker, Kopf zur rechten Seite fallen lassen, linke Schulter zieht tief, schließe die Augen, atme tief ein . Finde jetzt deine Mitte. Wenn du merkst, dein Gleichgewicht wankt noch etwas, öffne die Augen wieder. Wenn du dein Gleichgewicht hast, schließe sie, spüre die Dehnung. Löse die rechte Hand, wechsel die Seite. Rechte Schulter zieht tief, linke Hand an der rechten Seite vom Kopf und ganz, ganz leichtes Nachziehen. Und löse. Rechten Arm nach hinten. Ich zeige es einmal. Linke Hand zieht den Arm. Das heißt, du ziehst die rechte Hand etwas rüber und neigst hier den Kopf noch einmal. Die linke Hand zieht jetzt hier hinten etwas nach. Und löse. Seitenwechsel mit den Armen, auch hier etwas nachziehen und den Kopf zur rechten Seite, halte, Schulter schön tief, nochmal kurzes Nachdehnen und löse. Ausschütteln, Schultern lockern und dann wünsche ich euch einen super Start in den Tag. Stay at home, macht das Beste draus, bleibt sportlich und wir sehen uns morgen wieder. Liebe Grüße, bis dahin.